Boah, Schnee ist echt was, was man gar nicht mehr sehen kann. Es ist sehr viel Wind. Hallo, neue Woche, wir sind wieder da. Ja, die Kälte, die ihr hattet, habt ihr zu uns geschickt. Ist angekommen, danke. Danke. Nee, Spaß. Aber ja, es ist kalt. Und es stürmt, hört mal. Warm, ne? Ja. Anstatt dass wir uns in eine heiße Badewanne legen, setzen wir uns zu zweit vor das warme Gebläse. Ja. Hm. Oh, ist das herrlich. Auf dem Boden. Boah, es wackelt wieder hier. Es windet ordentlich. Ist wie auf dem Schiff. Okay, es regnet. Wir schauen Film und wir verstehen nichts mehr. Es ist so laut. Ja. Aber wir liegen herrlich drinne, warm. Ja. Sieht gemütlich aus unter deiner Decke. Es riecht gemütlich. Also dann, gutes Nächle. Glücklicherweise scheint heute wieder die Sonne. Der Hagel-Regenschau ist vorbei und es hat sogar hier auf den Bergen geschneit. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier oben auf den Bergspitzen, da liegt Schnee. Boah, Schnee ist echt was, was man gar nicht mehr sehen kann. Oder gar nicht mehr, wir haben es ja noch gar nicht gesehen. Aber was für einfach... Nee, das brauchen wir nicht. Wir fahren jetzt weiter, ein bisschen weiter Richtung Norden hoch. Wie heißt es? St. Architü oder so. St. Architü. Schauen wir uns jetzt mal an. Und dann hoffen wir, dass wir auf dem Weg wieder Mülleimer finden. Weil hier sammeln sich wieder die Müllsäcke. Ja. Alles liegt vor dem Fußraum. Das muss dringend entleert werden. Ja. Andiamos! Andiamos. Der Wasser ist gefüllt. Restmüll ist auch geleert, aber ja, da gab es nur so kleine, wie halt so an der Straße stehen, so Mülleimer, aber jetzt kein Plastikmüll und auch kein Glasmüll. Das haben wir immer noch alles im Bus liegen. Ich hoffe, wir finden noch was. Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einem guten Surfspot. Ist kein Wind, aber noch Wellen. Das Problem ist, zu große Wellen. Ja, hier knallt es überall richtig rein. Wir waren in San Architü, sowas. Und jetzt eine Bucht weiter, ist viel zu groß. Jetzt sind wir überlegen, was wir machen sollen. Du musst schon wieder messen. Ja. Okay. Also hier ist ein Durcheinander. Da kommen noch riesen Wellen rein, das kommt immer auf der Kamera nicht so gut rüber. Aber ihr dürft uns glauben, das ist nicht zum Surfen, anders würden da auch Leute drin liegen. Deshalb fahren wir woanders hin. Aber hier oben, das ist im Sommer wahrscheinlich richtig schön, so ein Restaurant direkt am Wasser. Hammer, das ist jetzt in der Nebensaison natürlich alles geschlossen. Und was sagst du? Heftig, also richtig heftig. Ja, ne? Ich habe schon gesagt, dass wir weiterschauen. Schauen weiter. Ja, ja. Weil es zu heftig ist. Aber richtig schön hier. Diese Felswand, da das Restaurant, hast du schon gesehen da oben? Ja, sieht aber durch den Wetter mitgenommen aus. Schon echt schön, Naturgewalt. Aber ich würde es aufs Wasser. Ja. Mal wieder. Deshalb. Kann nie genug gehen. Gehen wir weiter. Ja. Und wir haben jetzt auch eigentlich nur noch anderthalb Wochen auf der Insel. Und es gibt einfach immer noch viel zu sehen und entdecken, die ist einfach riesig. Riesig. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt auf dem Weg zum nächsten Strand Glück haben mit unserem Glas und Plastikmüll. Das wäre gut. Ja, die Insel ist echt groß, ne? Also von der Fläche her vielleicht etwas kleiner wie die Niederländer, wo ich herkomme.
Aber in den Niederlanden fährt man von Süd nach Nord schneller, als dass man das hier in auf Sardinien macht, einfach ja, weil es so bergsam ist. Bergsam? Bergig. Bergreich. Bergsam. Bergreich. Und das, ja, das kennen wir ja nicht. Bei uns geht die Straße einfach gerade. Man muss nicht lenken. Nee. Und deswegen, um das hier alles zu erkunden, jede Bucht, jeder Strand, braucht ja, man deutlich länger. Schon. Zwar nicht, manchmal nicht viele Kilometer zum nächsten Strand, aber dann nur so kleine Schlängelwege die Küste entlang, dann braucht man schon lang. Aber Abenteuer. Richtig schön. Abenteuer ist einfach. Ja. Und jetzt weiter. Ab ins Auto? Ab ins Auto. Ach, nach Bosa, haben wir gesagt, ne? Ja, Bosa. Was machst du hier alles? Trockentag. Trockentag? Gestern war Sturm, Regen, Hagel, alles. Ja. Alles, Regenbogen, jeder Aggregatzustand von Wasser haben wir mitgemacht. Und Schnee. Also nicht wo wir standen, aber auf den Bergspitzen. Die waren weiß heute Morgen. Ja. Und jetzt ist aber. Jetzt ist trocken wir alles. Kai war gestern noch Wingen im Sturm. Ja. Ist noch rechtzeitig vom Wasser gekommen, aber musste da dann musste das Zeug erstmal liegen lassen, weil dann kam schon die nächste Regenböe und das mussten wir halt nass einpacken. Ja, super. Also wir haben ein schönes Plätzchen gefunden. Auf jeden Fall mehr als genug Platz hier. Wir stehen irgendwo schön in den Bergen. Schau das an. Ich gehe einmal die Runde und es gibt richtig großen Wellen noch. Zu groß für uns. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir, wenn wir gute Nacht schlafen, morgen dann aufs Wasser können, ne? Und wir haben ja vorhin gesagt, wir fahren nach Bosa. Bosa. Wir sind eine Bucht davor. Bosa ist da ja, eins weiter. Alaba sind wir. Was? Alaba, so Alaba heißt es. Alaba. Doch, nicht. doch, da sind wir. Ja. Schön! Ja. Gemütlicher Tag heute. Gemütlich. Erholung. Das machen wir jetzt. Sieht gemütlich aus, wie du dich da in der Decke gekuschelt hast. Ja. Der Wind ist jetzt echt frisch und die Sonne hat nicht mehr so Kraft. Es ist schon 5:30. Ja. Und dann merkt man doch, dass es echt noch frisch ist. Ja, Sardinien im April halt, Anfang April. Ja. Obwohl sie gesagt haben, der Locals hier haben gesagt, normal kann man ja in T-Shirt rumlaufen. Ne? Also es ist wohl frischer als sonst. Ja, deswegen. Aber dafür herrlich ruhig. Ja. Und gut, dass die Christina und Andreas von Felix & Hills uns die Decke mitgegeben haben, weil Hammer, die genießen wir wirklich, ne? Ja, die ist echt mega gut, mega warm. Die hat innen so eine richtig schöne Flausch. Also es gibt verschiedene bei denen, aber das ist die Decke Salex, heißt sie. Und die hat innen so richtig Flausch und dadurch ist sie richtig lecker warm. Ja, ich habe mich echt die letzte Nacht auch schon unter den Decke gekuschelt, ja, weil es waren echt kalte Nachten und ich habe nur so eine dünne Decke dabei und dann nehme ich einfach die als Überdecke und das hat mich dann echt warm gehalten und das ja, und die ist auch relativ schwer, das ist auch angenehm dann. Finde ich echt angenehm, die bleibt gut liegen und man kuschelt ja, sich gut warm drunter. Ja, ja. Nee, Hammer, wir haben die echt viel im Einsatz. Tags liegt sie einfach auf unseren Decken, so als Tagesdecke. Weil da schieben wir oft dann die Surfboards und so drauf, wenn wir ein bisschen rumwurscheln, dass dann nicht alles sandig wird im Bett. Fest. 100% Bio-Baumwolle, sowohl das Innenfutter, das Fließfutter ist so 100% Bio-Baumwolle und auch die und Außenseite. Genau, und dadurch, dass es eben so stabil ist, ist es auch schön robust, dass man sie gerade auch draußen nutzen kann als Tagesdecke. Ja, richtig cool, was sie auf die Beine gestellt haben. Und ich finde vor allem auch, wie sie das auf die Beine stellen. Also, die haben schon ihre klare Vorstellungen von wie Produkte hergestellt werden sollten und halten sich da auch echt dran und das heißt, die haben schon echt das Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit einfach fair, umweltbewusste
Produkte, was auch natürlich total Sinn macht, wenn man Campingprodukte macht. Man lebt in der Natur, mit der Natur, und dann sollte man eigentlich auch Produkte verwenden, die zumindest naturgemäß, oder naturgemäß, aber ja, der Natur nicht schaden. Ja. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr noch eine Decke oder ein Reisehandtuch, irgendwas fürs Reisen benötigt, schaut gerne bei denen vorbei. Wir verlinken euch das hier auch in die Infobox oder Genau. Schaut auf valleyandhills.com. Ja, und ihr habt einen Code unten, mit dem bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Egal, ja. Was, egal was. Ja. 5 Euro Rabatt auf eurem Warenkorb. Also lohnt sich vorbeizuschauen, nicht nur wegen der Rabatt, aber einfach auch wegen die tollen Produkte. Genau. Ja, wir lieben es. Wie sie da sitzt, der Kate geht sie voll auf in die Natur. Wo bist du? Es ist wie die Decke von Harry Potter. Weißt du, kennst du die Decke? Da verschwindet man. Ja. Ja. So. Wo ist sie denn? Sie ist fast wie ein Stein geworden. Wie ein Busch. Wie ein Busch, ah ja. Ich bin doch grün. Farbe pracht, ne? Hier so. Herrlich, ja. Ich sitze hier und genieße die traumhaften Farben der Natur. Genauso wie das auch Andreas und Christiane gemacht haben. Die haben sich nämlich durch die Naturfarben einfach inspirieren lassen und dadurch ihre Farben für die Produkte ausgesucht. Ich habe Hunger. Sollen wir essen gehen? Ja. Dann lass uns was kochen. Okay, los geht's. Wie ihr auch sehen könnt, ich verschwinde fast komplett hinter der Decke. Das heißt, die ist richtig schön groß. Wir können uns da locker zu zweit reinkuscheln. Das finde ich auch sehr gut. So Decken, die irgendwie so klein sind, dass wir beide nur halb drunter passen, eigentlich. Das ist Hammer. Da darfst du auch mit reinkuscheln. Zum Glück bist du so klein. Pass ich noch mit rein. Wir sind dann doch echt angekommen im Paradies. Und du hast deinen Anzug an, du gehst aufs Wasser? Ja, ich gehe wegen. Ich hoffe, es reicht. Es ist nicht viel Wind. Aber ja, schau mal, lauf mal vor. Übrigens zeigen wir es euch. Wir haben immer noch unseren Glasmüll. Ja, also wir sind gestern echt in gute, was sind es, 100 Kilometer? Ja, auf jeden Fall. Gefahren 2 Stunden. Wir sind jetzt ganz oben bei Stettino, ja, im Norden. Im Norden und haben auf dem Weg, wir haben überall geschaut, in jeder Stadt, wo wir vorbeigefahren sind, nach Glasmüll, Glascontainer. Ja, wenn da welche draußen standen, waren die abgeschlossen, weil die dann wahrscheinlich privat waren oder zu einem Restaurant. Immerhin ist der, was ist gelber Sack? Plastikmüll. Ja. Ist weg. Glas. Das finden wir wohl noch, bevor wir von der Insel fahren. Hier stehen wir. Kate macht sich bereit. Wir haben uns so hinter der Bäume gesetzt. Der Wind kommt von da, dass wir ein bisschen windgeschützt stehen, weil der Wind ist noch echt frisch. Aber so in der Sonne, muss ich sagen, ist es echt angenehm warm. Jetzt laufen wir mal vor. When you came over, my heart was on its way out. Also Wind, ich glaube, musste reichen, ne? Ich hoffe ja. Vielleicht wird es ja mehr, dass wir noch zusammenfahren können. Ja, ich schaue dich erstmal zu. Und dann, wenn es mehr wird, dann baue ich auch auf. Viel Spaß dir. Kuss.
start fighting, 'cause I was scared of it all. And isn't it glorious how love gets the best of us? Yeah, I got feelings, but I'm a tough one sometimes. Wieder beim Bus und Kate ist, wenn es klappt, auch unterwegs. Sie ist nämlich nicht da beim Strändchen rausgegangen, sondern kommt gleich hier unten vor dem Restaurant. Ist auch noch ein kleines Strändchen, da fahrt sie jetzt hin und kommt sie da dann raus. Laufe ich mal hin, da kann sie dann auch direkt auf die Wiese abbauen. Ist geschickt, ist nicht alles sandig. Und hier ist das, schau, da ist das kleine Strändchen und wir stehen direkt hier hinter diesem Bus geparkt. Und natürlich ideal, dann ist es was näher, brauchen wir jetzt nicht so weit laufen und vor allem es wird nicht sandig. Also es ist schon richtig, richtig schön hier. Und das ist echt das Glück vom Nebensaison jetzt, dass wir überhaupt hier stehen können und fahren können. Weil im Sommer ist es einfach nur voller Badegäste, alles vollgeparkt und da wird es auch gar nicht toleriert erst, da zu übernachten und zu stehen. Aber jetzt schon. Für dich war es auch sehr schön, oder? Ja. Sehr leicht Wind, aber schön. Ey, das sah toll aus, wie du da durch den türkise Wasser geflitzt bist. Aus wie ein Paradies. Ja, ist es auch. Ja, ja, wirklich. Und, aber man denkt so, wenn man guckt, irgendwann, oh, schön da reinliegen zum Baden, aber das Wasser ist noch kalt. Ja, ist echt, auch der Wind ist auch noch frisch. Ja. Aber aus dem Wind in der Sonne finde ich schon deutlich angenehmer wie die letzten Tagen. Also es geht aufwärts. Mittagessen. Herrlich. Die Sonne scheint wieder, Regenschirm kann weggepackt werden. Es gab Regen. Ja, es ist 2:30 jetzt und es ist endlich trocken. Ja, die Sonne scheint rein und das ist ein gutes Moment, um kurz Richtung Glascontainer zu springen, weil unser Camping-Nachbar oder Camping, unsere Nachbarin, Reisenachbarin hat einen Glascontainer gefunden am Strand. Am Strand, so Behälter. Genau, da irgendwo bei einem Übergang, Strandübergang. Sollen... Schauen wir jetzt mal. Ja. Okay. Wo es wieder regnet, es soll wieder regnen nachher. Gehen wir mal direkt. Ich glaube, hier muss es sein, hier runter. Okay. Zumindest, wenn ich es gut gesehen habe, ist sie hier verschwunden. Es könnte auch Ausflug für einen schönen Beach Day sein, wenn der Sonne so rauskommt und mit diesem Wasser. Also, ah ja, da sind die Behälter. Wir haben sie gefunden. Mega. Wie man sich über sowas freuen kann. Ja. Also, es gibt auch Mülltrennung im Paradies. Und jetzt baden! Nee, zu kalt. Zu kalt? Wasser zu kalt. Okay. Wir haben gestern schon gebadet, das reicht. Stimmt. Was machst du jetzt? Halt's fest. Okay, ja, dann können wir auch wieder zurück, oder? Die Ruhe vor dem Sturm genießen noch. Genau, weil morgen ist sehr viel Wind. Ja. Ich glaube, dann setzen wir dich mal wieder auf den Windsurfer. Setzen? Ja, hängen wir dich an den Windsurfer. Ja. Ja. Thank you.
ich bin hier alleine, es war herrlich auf dem Wasser und Kate ist jetzt raus. Und wie ihr sehen könnt, sind schon ordentliche Wellen da und es ist eigentlich das erste Mal, dass Kate mit dem Windsurfer auch echt in die Welle ist. Echt auch aus ihrer Komfortzone raus. Aber sie ist aufgestiegen, direkt losgefahren und sieht gut aus. Jetzt schaue ich hier mal zu, wir haben echt einen schönen Platz. Da sind alle Kitern, Surfern, man steht hier richtig schön, kann von oben schön zuschauen. Und das mache ich jetzt. Ich genieße die Sonne, es ist warm, ein herrlicher Tag und ich hoffe, Kate hat Spaß auf dem Wasser. Richtig italienisch. Wir sitzen jetzt nach einer sehr guten Session am Pizza und Wein. Herrlich, oder? Leider nichts Besseres. Ja, mit Ausblick aufs Meer und die Sonne ist gerade unten. Also so klingen wir der Tag aus. Was ist angesagt? Filmabend. Filmabend. Wir haben mal wieder unser Kino aufgebaut oder bauen wir gerade auf? Ja. Baust du auf? Tada! Tada! Schau, was für eine Ordnung bei mir. Also ich habe fast mehr dreckige Wäsche, die stopfe ich immer so in so einen Sack, als dass ich überhaupt saubere Wäsche habe. Diese Schlafi-Hose brauche ich jetzt und den Rest stopfe ich einfach immer rein. Ja. Aber der Schrank dient ja auch, das wisst ihr ja, als Halter für den Laptop. Welchen nehmen wir? Egal, einer von beiden, deiner. Und dann gibt es mal wieder einen Film heute Abend. Herrlich, nach so einem anstrengenden Tag ist es auch einfach gut, abends nichts zu machen und sich berieseln lassen. Ja. Auch wenn wir schon mal gesagt haben, wie arg wir es genießen, keine Filme zu gucken und zu lesen und so, das ist doch auch schön. Ja. Und du kuschelst dich gemütlich unter, ja, unter die Decke? Ich hab wieder die Kuscheldecke ausgepackt. Die kommt beim Fernsehabend auch immer mit an den Start. Herrlich. Auch wenn es warm ist, ich finde es einfach gemütlich, unter der Decke zu liegen. Ist es auch. Und darf ich mit dir unter die Decke? Ja, gern. Ja? Okay. Kommst du? Ja, ich komme dann auch. Suchen wir einen Film aus und dann... Willst du einen Hotspot anmachen? Machen wir es uns gemütlich für heute Abend und verabschieden uns für heute. Ja. Sehen wir uns morgen wieder. Genau. Mach's ja? Gut. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Aus dem Bett und wir sitzen schon wieder. Wie hat die letzte Mal, dass sie uns gesehen haben, saßen wir noch im Bett. Und jetzt sitzen wir schon wieder an der Wein, ganz in Stil. Nach einem schönen Tag, wir sind in Valle d'Uria. Hier ist eine Lagune. Es ist traumhaft schön und wir genießen die Abendsonne. Ja, und wir haben heute einen richtig warmen Tag. Es ist ein Südwind und der ist richtig warm, den ganzen Tag wie so ein Föhnwind. Alles ist direkt getrocknet. Wir sind sogar noch mit kurzer Hose hier, obwohl es schon bald 7 Uhr ist abends. Ja. Also. Es ist echt das erste Mal und es ist herrlich. Es ist einfach herrlich. Sommer. So wie die Oliven. Gemein. Ja, wir genießen weiterhin das Leben. Ja, also Salut auf uns, auf euch und auf eine schöne Woche. Und dann. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Bis dahin. Dach. Dui, dui.